guten Morgen. Wir haben 8 Uhr früh hier auf Mallorca. Gestern war die offizielle Dealer-Konferenz von Nimbus bei uns hier im Hafen von Calanova. Es waren 40 verschiedene Händler aus 40 verschiedenen Ländern oder annähernd 40 verschiedenen Ländern von USA, von der Türkei, natürlich die ganzen skandinavischen Ländern, Deutschland, der Schweiz und vielen anderen Ländern. Die Dealer-Konferenz war für uns etwas ganz Besonderes, weil sie eben hier in unserem Stützpunkt auf Mallorca abgehalten wurde. Und wir wurden, sehr stolz bin ich da drauf, zum Dealer of the Year gewählt oder ernannt. Und ist eine ganz besondere Auszeichnung für uns, weil wir natürlich Nimbus-Händler seit 1982 sind. Wir haben diese Dealer of the Year schon einmal bekommen und 2017 wieder. Ich danke da besonders auch meinem Team, weil das ist natürlich nicht die Arbeit. Ich bin hier drin genannt, Bote Paul Schwitz-Patrick. Aber an sich ist das natürlich eine Gesamtleistung meines Teams. Weshalb wir hier morgen zu früh schon draußen sind, hier auf Mallorca. Einige ahnen es schon im Hintergrund. Das ist eine Nimbus, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Das ist die im letztes Jahr Düsseldorf bereits angekündigte Nimbus W9. W9 ist das erste Boot aus einer ganzen neuen Reihe von Nimbus-Booten, die alle auf einem Grundkonzept rufen. Das heißt, man sagt ganz klar, wir haben einen Rumpf, den wir entwickeln, in der Größe von 9 Meter, auf dem wir verschiedene Aufbauten später implementieren. V9 ist das erste Modell. Wir haben damit den Daycruiser. Im Detail beschreibe ich den gleich natürlich ganz genau, was die Vorteile von dem Schiff sind. Es wird noch eine T9 und eine C9 geben. Die ganze Gruppe heißt dann im Endeffekt WTC. Alle sind immer dann 9 Meter. Später wird es das Ganze auch nochmal mit 11 Metern geben. Ich denke, wir machen Beginn mit meinem Rundgang hier. Die Sonne, ich ziehe mal die Jacke aus. Die Sonne ist trotzdem schon ganz schön warm. Wir beginnen mal hinten am Heck. Die W9 bzw. auch ihre Geschwister, die T9 und die C9, wird es sowohl als Außenborderboot als auch als Innenborderboot geben. Wir haben hier, sind hier auf dem Prototypen der Nummer 1 gebaut mit einem 350 PS Verado Mercury. Was zeichnet den Außenborder aus? Das habe ich in anderen Videos schon bei Axopar, denke ich, ganz gut beschrieben. Unheimliche Laufruhe. Die ganze Power Unit ist sehr leicht. Und wir haben die Möglichkeit, den Motor, ich weiß nicht, ob ich das Zünder, kann ich gerade mal zeigen, ganz aus dem Wasser heraus zu trimmen. Und das ist gerade im Mittelmeer natürlich sehr vorteilhaft, weil man so den Bewuchs verhindert. Ja, das ist ein großer Vorteil des Außenborders. Ja, der Propeller kommt komplett aus dem Wasser raus, der Außenborder, und er ist eine komplette geschlossene Einheit. Das Boot gibt es aber auch, was zum Beispiel sehr wichtig ist für den Bodensee, mit einem V8 Benzin Inboardmotor mit Katalysator. Außenborder gibt es noch nicht mit Katalysator. Oder auch mit dem am Bodensee zugelassenen Volvo Penta D4 260. Was sehr, sehr gelungen ist, ist, wie viel Platz man hier hinten auf der Badeplattform hat. Also man kann auch vor dem Motor sehr gut langlaufen. Hier am Steuerbord hat man die sehr, sehr bequeme Badeleiter, die wir auch von den Coupé-Modellen bekennen, mit ordentlich Griff, wie bei einer Schwimmbadleiter, die dann eben ausgeklappt nach unten sehr tief ins Wasser geht. Wir haben auf beiden Seiten Fenderstauplätze, einen hier an Steuerbord und einen weiteren an Backbord. Außerdem Schiff hier installiert eine Wasserskistange, die über den Außenborder drüber geht, perfekt zum Wasserskifahren. Und auf der Backbordseite drüben haben wir die installierte Heckdusche. Wenn man das Schiff mit einem Dieselmotor oder Benzin-Innenbordmotor bestellt, dann hat man hier hinten, man muss sich vorstellen, ist die Fläche hier geschlossen und diese Sitzgruppe Liege, was ich gleich noch erkläre, geht bis hier hin und man kann sich trotzdem dann, also ab hier ist dann Badeplattform auf der gesamten Breite und man hat hier noch eine komplette Kiste, wo dann im Endeffekt der Motor drin ist. Das heißt, mit einem Innenbordmotor hat man natürlich hier hinten noch mehr Platz, wie jetzt in dem Fall hier mit dem Außenbordmotor. W9 heißt, wie die ganzen Coupé-Modelle bzw. auch die 305 Tophead, wir haben ein asymmetrisches Decksdesign. Asymmetrisches Decksdesign heißt, wir haben auf der einen Seite einen etwas schmaleren Gangbord und auf der Steuerbordseite den breiten Tiefen,
der es uns ermöglicht, sehr sicher uns an Bord zu bewegen. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, warum machen sie das nicht auf beiden Seiten? Das wird es auch geben. Das ist dann eher die T9 oder auch die C9. Die werden auf beiden Seiten einen breiten Gangbord haben, haben aber dadurch natürlich weniger Innenraum. Und das ist eigentlich das, warum es sehr wichtig ist, verschiedene Konzepte hier zu präsentieren, weil im Endeffekt ist es der Kunde, der zu entscheiden hat, wo liegt sein Fokus. Liegt er auf Sozialfläche oder liegt es noch mehr auf der Funktionalität? Weil man sich natürlich vorstellen kann, dass ein breiter Gangbord sehr viel Sicherheit und Funktionalität gibt, aber er reicht eben auch aus, wenn man ihn auf einer Seite hat. Das heißt, wir können uns hier auf dem Schiff, obwohl wir uns noch auf einem 9-Meter-Boot befinden, sehr sicher, also sehen hier von der Breite, von der Hüfte, sehr sicher nach vorne bewegen. Was wir haben, der Nimbus steht zur Funktionalität, wir haben enorm viele Haltegriffe überall. Das heißt, wir haben die Reling hier an Steuerbord, natürlich an der Seite entlang, wie jedes andere Schiff auch, aber haben hier oben auch nochmal am Dach entlang ein Handlauf, unterhalb die extrem dicke Scheuerleiste, die man von Nimbus kennt, und hier bis aufs Vorschiff nach vorne diese hohe Kante hier, die sehr viel Sicherheit gibt, weil man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie über Bord gehen kann. Als was hat man versucht mit der W9? Man hat versucht, alle Gene, die Nimbus in den letzten Jahren seit den 90er Jahren, für was Nimbus steht, in diesem Schiff zu implementieren. Es gibt Schiffe wie die Nimbus 26 DC. Wir haben Schiffe wie 26 Nova. Wir haben natürlich jetzt auch als letztes Modell die 305 Drophead. Und von dieser 305 Drophead kommen diese Elemente. Wir haben diese relativ starke A-Säule. Wir haben die verklebte Frontscheibe. Wir haben natürlich Nimbus-typisch große Scheibenwischer. Was jetzt noch neu dazugekommen ist als Designelemente, sind diese Verkantungen, die man hier so ein bisschen hat. Mit dem Fenster hier unten, hier dieses Element, was hier so runtergeht, ein bisschen aufgewölbt. In der Automobilindustrie wird das sehr viel praktiziert, dass man diese, ich sag mal, Designkanten im Schiffsdesign integriert, um das Ganze etwas wuchtiger, moderner wirken zu lassen. Das Ganze sieht man auch hier an der Seite, hier die Kante, also sehr, sehr viel moderne Elemente. Auch hier unten im Sidewalk die integrierte indirekte Beleuchtung. Außerdem gibt die noch mehr Fußraum hier unten, das heißt, man kann hier sogar noch ein Stück unten drunter gehen. Ja, jetzt bin ich wieder nach hinten gegangen, wir gehen weiter aufs Vorschiff vorne. Ist für ihn, für den Kameramann, ein bisschen wackelig, weil wir ein bisschen Welle haben. Große Sonnenliege vorne drauf, ist alles ein bisschen feucht hier, wir haben sehr viel Tau hier um die Jahreszeit auf Mallorca. Wir haben es alles schon abgeledert heute Morgen, aber ich will mich jetzt nicht da drauflegen. So vom Gefühl her, ich lege mich mal gerade hier so hin, von der Länge der Liege haben wir da, ich sag mal 1,80 Länge, also wirklich eine komfortable Liege. Auf der Backbordseite, also rüber, haben wir natürlich einen schmaleren Gangbord, der aber auf jeden Fall zu gehen ist. Ja, man muss ein bisschen lang handeln, aber die wird man eher von hinten einlaufen. Ich glaube, hier vorne wird man den eher selten laufen, aber hier an der Seite wieder gute Haltegriff, kann man ohne Probleme einen Fender hinmachen, hier zur Mittelklampe gehen oder auch weiter nach hinten laufen, weil hier kann man sich weiterhin gut festhalten. Verdeck gibt es verschiedene Lösungen. Hier haben wir die größte oder längste Version. Das heißt, wir können mit diesem Verdeck hier vorne zumachen. Wir haben jetzt gerade hier den vorderen Teil hier in dieser Art Garage gestaut, wobei die noch nicht, wie gesagt, wir sind hier auf dem Prototyp, noch nicht fertig ist, da kommt natürlich noch eine Abdeckung drüber, aber es ist nachher auch möglich, das ganze Verdeck dann hier vorne reinzulegen. Also das ist alles diese ganze Scheibe hier mit der Garage vorne und den verklebte Frontscheibe A-Säule, das sieht alles sehr, sehr, sehr kräftig, sehr, sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, kennen wir von der 305 Trompette. Ankerkasten habe ich vergessen, Entschuldigung. Weil ich eben so nach vorne. Natürlich kann man bei der Nimbus eine elektrische Ankerwinde bekommen. Wichtige Nimbus-Detail: wir haben die Scheuerleiste vorne rumherum laufend. Der Anker wird auch nachher nicht überstehen. Habe ich schon mal in dem Nimbus 305 Drophead-Video oder 305 Coupé-Video erklärt. Das ist ein ganz wichtiges Element. Man schraubt also nicht einfach nur einen Ankerbeschlag hier vorne drauf, der dann irgendwie übersteht und einem dann nur Probleme verursacht und bleibt damit hängen. Nein, wir haben einen Ankerbeschlag, der ist unten drin, der steht nicht über. Und der Zugang zum Ankerkasten haben wir natürlich hier oben den Ankerkastendeckel. Und hier kann man sich schon ahnen, wo dann später die Ankerwinde installiert wird. Wenn die Ankerwinde
oder wenn die Klappe zu ist, ist aber das Vorschiff hier komplett flasch. Das heißt, man hat außer die kleine Stufe dort keinerlei Unebenheiten, die man irgendwo beachten muss, wenn man sich vorne auf dem Vorschiff bewegt. Dann Nimbus-typisch natürlich ordentlich stabile Reling, typisch skandinavisch stabile Klampen. Außerdem tun wir hier vorne noch den Frischwassertank befüllen über diesen Einlass hier. Wir haben Navigationsbeleuchtung hier vorne, ein Steuerbord und Backbord. Ja, hier kann man wieder gut sehen, es bewegt sich alles ein bisschen, aber ich kann mich trotzdem sicher auf dem Schiff nach hinten bewegen. Hier an der Seite haben wir den Benzintank und die Fäkalentankabsaugung und hier noch den Dieseltank für die Dielheizung, die wir hier, eine robuste Dieselheizung, die wir hier an Bord haben. Kurz nochmal zum Verdeck. Es gibt die Version, dass man das Verdeck bis hierhin hat. Dann gibt es hier hinten ein, dass man das hier hinten so schräg zumachen kann. Es gibt natürlich eine klassische Hafenabdeckung und das ist jetzt die, ich sag mal, die längste Version, die wirklich es möglich macht, wenn man die Seitenteile reinmacht, auch hier hinten im Innenraum theoretisch zu schlafen oder auf jeden Fall bei Regen sich aufzuhalten. Und natürlich hier für den Süden ideal, weil man sehr langes Bimini als Sonnenschutz hat. Wie gesagt, gewisse Details, einfach, es ist ein Prototyp, also Nummer 1 gebaut. Da gibt es bestimmt noch einige Änderungen. Sehr schön gemacht, der Tisch, den man einfach so drehen kann. Und dann klappt man das Ganze hier so vor. Und dann hat man hier eine große Liege. Bei dem Inboarder-Motor ist die ganze Liege eben nochmal ein ganzes Stück länger. Nämlich geht bis zu dem vorderen Ende des Verado. Um da nochmal einen Bezug zur Größe zu bekommen hier. Also auch auf dem können zwei Personen hier nebeneinander gut liegen. Beziehungsweise wahrscheinlich würde man eher andersrum liegen, weil man hier etwas mehr Breite hat auf der Seite. Was von Nimbus, oder die Grundidee hier im Cockpit ist ganz klar Sozialfläche schaffen. Gemütliche Sozialschiffe, wo man geschützt sitzen kann. Das heißt, ja, ich muss mich wahrscheinlich gleich mal einmal so rund setzen, dass man ein Gefühl kriegt. Aber ich sitze hier sehr schön, ich habe einen Blick nach hinten. Kann ich auch beim Fahren sitzen. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, eigentlich 5. Also ich kann hier ohne Probleme mit 6 Personen hier im Cockpit sitzen. Das ist bald mehr wie bei einer Nimbus 365. Also sehr geräumiges Cockpit hier hinten. Geschützt mit dem Dach. Geschützt auch hier an der Seite gegen den Wind durch das hohe Kissen hier vom Gangboard. Und die Scheibe geht auch noch ein gutes Stück in die Sitzgruppe rein. Und hier der Sitz ist natürlich sowieso vollkommen geschützt von der Seitenscheibe auf Steuerbord. Also das finde ich ist sehr, sehr gelungen hier. Man klappt den Tisch einfach so um und dann hat man hier den vollen Durchgang. Gut, kommen wir in den Innenraum oder ins Cockpit. Der W9, typisch skandinavisch dominierend. Das macht auch Nimbus aus. Eine große Pantry oben. Viele Amerikaner, auch italienische Boote. Ich glaube, keiner macht das so konsequent wie die Skandinavier und speziell Nimbus zu sagen. Niemand wird da unten rein kochen gehen. Ich persönlich war mit meiner Freundin im Juni hier auf Mallorca mit der 305 Trophead unterwegs. Ich bin jetzt nicht der große Koch, aber meine Freundin hat hier jeden Mittag mir irgendwie super leckere Sachen zubereitet und das war irgendwie wie zu Hause. Man hat die Küche hier, da den Tisch, man sitzt draußen, man kocht draußen. Es ist, ja, also ohne so einen Küchenblock draußen könnte ich mir so ein Boot überhaupt nicht vorstellen. Und das ist ganz klar hier auch bei der W9 vollzogen worden. Das heißt, der Küchenblock ist eigentlich annähernd genauso oder ist genauso groß wie bei einer 305 Trophead. Wir haben hier im Schiff ein Gas-Ceranfeld installiert, was wir auch von der 305 Coupé und Trophead oder auch 365 kennen. Wir haben hier das klassische Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser. Wir haben hier natürlich bei dem Außenborder nur Warmwasser über den Landanschluss und können kein Warmwasser nachproduzieren. Aber dieses Warmwasser haben wir sowohl hier am Waschbecken als auch an der Toilette als auch an der Heckdusche. Wenn wir einen Benzin- oder Diesel-Inboarder haben, dann können wir selber Wasser über den zweiten Kreislauf nachproduzieren. Der ganze Bereich hier ist jetzt hier mit Teakdeck belegt. Der ist optional natürlich. Auch das, der ganze Gangboard. Alternativ kann man hier auch das etwas moderner aussehende Flexiteak haben. Der ganze Bereich ist natürlich selbstlenden, sieht man hier an den großen Auslässen und auch hier weiter runter. Also zur Küche noch, Entschuldigung, natürlich haben wir hier unten einen sehr großen Stauraum. Da haben wir jetzt ein paar Sachen gestaut. Sehr schöne
Vollauszüge hier von Hettich, deutschem Hersteller. Nochmal, das ist alles Prototyp, wird alles im Detail vielleicht nochmal ein bisschen anders aussehen, aber von der Optik finde ich sehr ansprechend, auch mit der großen Schublade hier oben und dem Kühlschrank hier. Hier an der Seite haben wir so eine Art Handschuhfach, finde ich auch ganz nett gemacht, mit dem Radio von Fusion installiert, natürlich mit Bluetooth, und an der Seite hier der Steuerung des Subwoofers. Ja, Fahrstand gehen wir gleich drauf ein. Ich denke, wir gehen als erstes mal in die Kabine noch runter und dann gehe ich auf die Sicht am Fahrstand ein und auf die Fahreigenschaften. Das ist eigentlich das Überraschendste in dem Boot, was für eine große Kabine wir haben und wie hell die ist. Die Helligkeit wird gewährleistet durch dieses Sky Look, oder nicht Look, ist nicht dieses Lichtband, was wir hier oben in der Decke drin haben, wurde erstmalig gemacht in der Nimbus 405, wenn ich mich richtig erinnere, hat seitdem Einzug genommen in fast alle Nimbus Coupé Modelle und jetzt eben auch hier in der W9. Großer Vorteil, wie gesagt, Licht im Innenraum, aber das Ganze ist von außen schwarz, also tiefschwarz eingefärbt, und so ist somit auch direkt ein Reflexionsschutz für die Scheibe, für die Frontscheibe, um Reflexion bei tiefstehender Sonne zu verhindern. Ja, hier das Bett ist ein klassisches V, eine klassische V-Koje, um mal ein Gefühl zu kriegen, wenn ich hier auf der Backbordseite liege. Ich bin 1,77 groß, sowas. Also ich kann hier ohne Probleme gut liegen. Ich würde sagen, das ist von der Länge, ja, ich würde fast sagen, länger wie bei der 305 Drophead. Wenn ich jetzt hier die andere Seite nehme, ist das Ganze nochmal ein ganzes Stück länger. Das heißt, auf der Seite könnte jemand ohne Probleme liegen, der 1,85 groß ist, und hier auf der Seite noch ohne Probleme 2 Meter. Hier oben haben wir, was man jetzt schwierig sieht, ein Look natürlich, was unter den Sonnenpolstern vorne unten drunter ist, mit integriertem Fliegengitter, was auch natürlich ein Fluchtlook ist. Wir haben hier einen Inliner, sehr schön verarbeitet, 2 Boxen hier, indirekte Beleuchtung, 2 Leselampen. Wenn ich das richtig sehe, die Leselampen sind natürlich auf der Seite, also denken die Schweden sich natürlich, dass man so rumliegt. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache, wie man in so einem Schiff liegt. Aber das ist natürlich auch möglich, weil man hier die 2 Leselampen auf der Seite hat. Das Ganze ist hier mit schönem Textil sehr hochwertig verarbeitet, Nimbus typisch. Hier an der Seite haben wir noch einen Look zur Backbordseite. Hier haben wir die Heizungsbedienung. Hier gibt es so ein paar Taschen und sehr schön hier ein kleiner Kleiderschrank, wo jetzt gerade unsere Osmo-Sachen und so weiter drin liegen. Überraschend, finde ich, ist dieser Raum hier. Ja, wir haben hier ja, wirklich einen Toilettenraum. Vielleicht, ich gehe trotzdem mal rein, dass man Bezug dazu bekommt. Wenn ich auf die Toilette hier drauf setze. Klappt das mit deinem Kamera? So. Also ich kann hier wirklich gut sitzen. Ja, ich habe das Waschbecken hier rechts, ich habe hier auch nochmal ein Lichtband an der Seite und ein Lichtband von oben. Das heißt, das Ganze ist hell. Ich habe hier hinten Stauraum für Toilettenutensilien und natürlich hier Waschbecken mit dem Spiegel, Heizungsausgang. Also ich kann mich hier wirklich drin bewegen. Natürlich habe ich hier eingeschränkt Höhe, ich kann nicht ganz stehen. Aber was fehlt mir da? 20 cm. Also ist der Raum ungefähr 1,50 hoch. Also wirklich ein nutzbarer Toilettenraum. So, dann gehen wir weiter auf das Fahren ein. Ich mache jetzt mal hier die Tür zu, um auch zu sehen, wie das Ganze hier optisch am Fahrstand aussieht. Das ist die eingefärbte Scheibe, von der ich gesprochen habe, die Reflexion verhindert in der Frontscheibe. Und da sieht man die 2 lichtdurchlässige Bereiche für Toilette und Salon oder Kabine. Ja, jetzt starte ich mal den 350 PS Verado. Ja, was kann man eigentlich zu dem Verado sagen? Also ich glaube, ich höre ihn kaum. Ja? Also man muss überlegen, ob man nicht der Motor überhaupt an ist von der Laufkultur, die der Motor hat. Ein bisschen drehen gegen das Licht. Wenn der Video nachher sag mal, vielleicht etwas unterdurchschnittlich von der Kameraführung ist, liegt das daran, dass wir heute eine Kamera geliehen haben. Wir wollten eigentlich die Videos zu dem Boot hier in der nächsten Woche machen,
Aber die Boote gehen schon am nächsten Montag wieder zurück nach Schweden von hier, von Mallorca aus. Und ja, deshalb, wir hatten gar nicht eingeplant, heute Morgen so früh ein Video zu machen. Gut, ich mache mal einen Kartenplotter an. Wir haben jetzt hier einen 16 Zoll Garmin installiert. Ich habe ein bisschen eingestaubt. Der startet jetzt hoch. Wir haben hier das Mercury Vessel View, wo wir ein bisschen heller machen. Wo wir Kraftstofftank, Drehzahl, Trim und so weiter ablesen können. Wir haben hier das Horn, den Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Navigationsbeleuchtung, Bilgenpumpe, Hubschraube, die Standard ist. Und hier auf der Seite die von Zepbeck die installierten Trimplatten. So, jetzt kommt der wichtigste Teil, wie fährt die W9? So, wir laufen jetzt 5 Knoten. Geräuschniveau ist nach wie vor super niedrig. Was das Schiff hat, habe ich gestern noch gar nicht probiert. Ja, hat es. Ja, einen perfekten Geradeauslauf. Obwohl es ein Außenborderboot ist. Das heißt, das spricht ganz klar für die Qualität des Rumpfes, was sonst sehr gerne oder sehr nervt, wenn die vielleicht oft schon mal ein kleineres Boot gefahren sind mit Zellantrieb oder Außenborder. Dann kennt man das, da gehen die Boote oft so hin und her, muss ewig korrigieren. Das Schiff läuft perfekt geradeaus. Ja, perfekt. Sehr, sehr gut. Gut, ich denke, ich beschleunige jetzt mal, direkt mal mit ein bisschen Power und ein bisschen zu Gefühl zu gehen. Ich trimme den Motor ganz runter. So, wir sind schon bei 20 Knoten. 28 Knoten. Sensationell. Perfekter Geradeaus.
20 bis 30 Knoten, dann drehen wir so 4.500 Drehungen. Das ist die Drehzeit, die der Verado sehr gut mag, in Bezug auf Verbrauch. Dann haben wir ungefähr 1.000 Kilometer. Ja, absolut überzeugt. Was kann ich noch sagen? Ja, wir hatten eins mit dem Schiff, aber ne, fahren wir wieder langsam. Ich stoppe auch mal schnell auf. Wow, hat sich nicht gedacht. Wir sind gestern bei sehr viel Welle gefahren, wo wir das Boot das erste Mal getestet sind. Aber jetzt haben wir durch glattes Wasser. 44 Knoten ist Respekt. Das ist, und fühlt sich sehr sicher an. Natürlich, also vom Rumpf sowieso. Rümpfe können die Skandinavier, aber speziell Nimbus sowieso bauen. Wir haben hier, achso, wichtig, wir haben ja auch einen Stufenrumpf. Und das ergibt überhaupt diese hohe Geschwindigkeit mit dem niedrigen Verbrauch. Sonst wäre das gar nicht möglich ohne einen Stufenrumpf. Aber was sehr, sehr angenehm ist, finde ich, ist diese langgezogene Scheibe nach hinten, die gute Sicht nach vorne. Also man fühlt sich sehr sicher hier drin, man fühlt sich sehr geborgen, obwohl wir ein offenes Boot in dem Fall hier haben. Und das macht, denke ich, auch das skandinavische Boot aus, dass man eben nicht nur auf das Äußere geht, sondern eben Funktionalität mit trotzdem hier bei dem Schiff sehr viel Fahrspaß verbindet. Gut, ja, das war die ersten Eindrücke von der W9. Vielleicht war ich nicht so sicher, wie ich das mit der Hubschraube so rüber, dass man mich besser sieht. Ja, ich war vielleicht nicht ganz so sicher im Sprechen, wie ich das bei den Coupé-Booten bin. Ich bitte zu respektieren, dass ich selber auf dem Boot drauf war. Das heißt, viele Eindrücke sind für mich auch ganz neu. Das heißt, ich habe jetzt gerade selber beim Video noch viele Sachen entdeckt, die ich gestern noch gar nicht gesehen habe. Also ich bitte das zu respektieren. Und natürlich wird es bald ein neues Video geben, aber wahrscheinlich nicht bis zur Bootpremiere von dem Schiff hier. Ist auf der, oder von der W9. Drei Stück werden auf der Boot stehen. Wir haben einmal die W9 mit dem Außenborder dort stehen, einmal die W9 mit dem Innenborder und die W9 noch mit einem Hardtop, was zu öffnen ist, also elektrisch oder mechanisch oben zu öffnen. Das ist, denke ich, auch ein sehr interessantes Boot, ähnlich von der Größe wie dieses Softtop hier oben. Vielen Dank und ja, dass Sie hier mit mir auf Mallorca die Probefahrt gemacht haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!